Willkommen in unserem Dolomitenabenteuer, Freunde. Ich bin allerdings diesmal nicht mit dem Van und meiner Frau und den Hunden unterwegs, sondern mit meinen Jungs und wir machen die Dolomiten unsicher. Und das ab jetzt zu Fuß, denn wir haben schnell gemerkt, in Italien kannst du besser laufen, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Nachdem dieser freundliche Italiener uns rückwärts ins Auto gefahren ist und dann einfach abhauen wollte, waren wir heilfroh, die befestigten Wege hinter uns zu lassen und unsere Wanderung Richtung Dreizinnen zu starten. Da müssen wir hoch. Für unsere Wanderung hatten wir uns nicht nur einen der heißesten Tage rausgesucht, sondern auch eine der anspruchsvollsten Strecken, zumindest für so Flachland-Tiroler wie uns. Trotzdem schafften wir es bis zur Höhle, die wir uns als Ziel gesetzt hatten, und sie war sogar noch frei, so dass wir in der Höhle schlafen konnten und wohl den gigantischsten Ausblick auf die Milchstraße von da aus hatten. Wenn ihr den ersten Teil unserer Expedition noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch, das jetzt schleunigst nachzuholen. Am nächsten Tage war jedoch der Wettergott nicht mehr auf unserer Seite und wir merkten schon bald, dass ein fettes Gewitter ansteht und hofften immer noch, dass es in eine andere Richtung zieht und wir nicht zu viel davon abkriegen. Aber leider war dem nicht so. Bald darauf fing es an zu regnen. Doch wir hatten keine Wahl, wir mussten den Berg runter, denn hier konnte man nirgendwo schlafen. Während wir unsere Regenjacken anzogen, fiel uns auf, dass dieses Geröllfeld wohl der schlechteste Ort ist für ein starkes Gewitter. Denn alle paar hundert Meter war der Weg sowieso schon verschüttet worden. Und bei dem nächsten Erdrutsch oder Steinschlag wollten wir ganz sicher nicht mehr hier sein. Anderthalb Stunden später waren wir immer noch unterwegs und hatten immer noch keinen Schlafplatz gefunden. Und langsam wurde es dämmerig. Also wir hätten jetzt hier einen eventuell möglichen Platz. Ist noch nicht ganz ideal zum Abspannen des Tarps, weil wir haben da nur einen Baum. Deswegen gucken die beiden jetzt da hinten nochmal im Wald. Diesmal warte ich aber hier. Ja, Freunde, wir haben jetzt unser eigenes Häuschen gefunden. Leider ist es abgesperrt. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich auf der Veranda nicht liegen, weil es schifft einfach zu arg. Und da kriegst du jetzt nichts aufgebaut, ohne dass du komplett nass bist. Also werden wir hier versuchen, alle hintereinander zu liegen. Mal gucken, vielleicht reicht's. Wir waren unglaublich glücklich, dass wir jetzt einen trockenen Schlafplatz gefunden haben. Doch kurze Zeit darauf drehte der Wind und blies uns im Regen volle Kanne wieder unters Dach, weshalb wir dann unsere Tarps aufhängen mussten, um einen trockenen Raum zu schaffen. Nachdem wir auch dieses Problem gelöst haben, fingen wir an, uns was zu essen zu kochen. Und an diesem Abend gab es dann die gute Frühlingssuppe. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker die war. Nachdem wir so durchgefroren und so nass waren, war das das beste Essen, was es hätte geben können in dem Moment. Nach zwei Töpfen Suppe und einigen Snacks fielen wir dann müde und K.O. in unsere trockenen Schlafsäcke und waren einfach heilfroh, dass wir einen trockenen Platz gefunden haben und dass wir jetzt ein paar Stündchen schlafen können. Am nächsten Morgen sah die Welt zum Glück schon wieder ganz anders aus. Wir waren zwar noch etwas verschlafen, aber dadurch, dass wir so müde und kaputt von der Wanderung waren, haben wir drei alle geschlafen wie Babys. Und trotz Blitz und Donner und Starkregen hatten wir eine relativ gute Nacht und waren einfach froh, dass wir nicht im Regen schlafen mussten und im letzten Moment noch diese feine Hütte gefunden haben, die uns wirklich den Arsch gerettet hat.
Nachdem wir all unsere Sachen verpackt hatten, trieb uns der Hunger an den Fluss zum Frühstücken. Zum Glück war der Fluss gleich um die Ecke, weshalb wir schnell unser Lager am Fluss aufschlugen und uns dort ganz gemütlich was zu essen machten. Ja, schaut mal genau hin. Der Topflappen, das ist eine benutzte Socke. Und zwar meine. Aber das war uns hier völlig egal. Auch wenn es die einzige Socke war, die ich in den ganzen Tagen getragen habe. Zum Frühstück machten wir uns Haferflocken mit Proteinpulver. Richtig lecker. Und dazu ein paar getrocknete Mangoscheiben. Natürlich kein 4-Sterne-Essen, aber im Vergleich zum vorigen Tag eine deutliche Verbesserung, denn da gab es nur Haferflocken, aufgeweicht in Wasser, und da fehlte definitiv die Süße, Freunde. In solchen Momenten lernt man einfach wieder die kleinen Dinge zu schätzen. Man freut sich über ein bisschen Pulver in seinem Müsli, man freut sich über das Wasser, das man direkt aus dem Fluss filtern und trinken kann, man freut sich über die atemberaubende Natur und ist einfach dankbar für jeden Sonnenstrahl, der es durch die Wolken zu einem runterschafft. Die ganzen Gedanken in deinem Kopf verstummen und du hörst einfach nur noch den Bach rauschen. Du atmest tief ein und aus und genießt den Moment. Und dann putzt du weiter deine Zähne. Zurück am Auto verluden wir unsere Rucksäcke und entschlossen uns, zum nächsten See zu fahren, um uns dort abzukühlen.
Nach der Erfrischung im See beschlossen wir, zu einem nahegelegenen Campingplatz zu fahren, um dort die letzte gemeinsame Nacht zu verbringen. Und das ganz entspannt. Zu diesem Anlass haben wir uns extra den edelsten Tropfen aus Italien mitgebracht, den wir finden konnten. Den Vino Tetra Pacco. Wieder richtige Sanitäranlagen nutzen zu können, fühlte sich für uns an wie echter Luxus. Besonders die heiße Dusche genossen wir alle ziemlich lange, denn sie war schon wirklich überfällig nach dieser Tour. Pünktlich zur Bettgehzeit fing es an zu blitzen und etwas zu regnen, aber zum Glück hielt das Ganze nicht lange und wir konnten trotzdem entspannt schlafen gehen und hatten einen guten Morgen. Mit köstlichem Rührei und dazu echten Brötchen. Denn auf dem Campingplatz kann man sowas kriegen. In den Bergen ist es etwas schwieriger. Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen und unser Tarp zusammen und es ging auf die Autobahn. Denn mein Flieger würde nicht auf mich warten. Und damit ich rechtzeitig zu Omis Geburtstagstee zurück in Ostfriesland bin, durfte ich meinen Flieger natürlich nicht verpassen. Am Flughafen angekommen, hieß es dann Abschied nehmen. Die Boys waren mir inzwischen noch mehr ans Herz gewachsen und es war wirklich ein schwerer Abschied, aber wir waren uns ganz sicher, dass das nicht die letzte Reise zusammen war. Und wenn wir euch beim nächsten Mal wieder mitnehmen sollen, dann schreibt uns gerne in die Kommentare und schreibt uns auch gerne, wo wir vielleicht mal wandern gehen sollten oder was ihr empfehlen könnt. Für mich geht es jetzt erstmal Richtung Ostfriesland und ich freue mich sehr, meine Mäuse dort wieder in den Arm zu schließen. Zum Glück ging alles gut und ich bin rechtzeitig zu Omis Geburtstagstee in Ostfriesland gelandet und die ein oder andere abenteuerliche Geschichte hatte ich auch mit im Gepäck. Wenn euch unser Abenteuer gefallen hat, schreibt uns gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr in Zukunft noch liver dabei sein wollt, dann folgt uns auch gerne bei Instagram. Dort sind wir noch deutlich aktiver als hier auf YouTube und ihr seid immer mittendrin im Geschehen und seht auch alle Fails vor allen anderen. Und das live und unzensiert. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr mit an Bord seid.